Der Fahrer eines Ackerschleppers hatte heute Nachmittag auf der Kreisstraße 3 zwischen Kirspe und Mühlenschmidhausen Pech. Er wollte einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin ausweichen und geriet dabei auf den unbefestigten Seitenstreifen, dessen Asphalt durch die hohen Temperaturen weich geworden war. Die Zugmaschine rutschte in die Böschung. In Eigenregie gelang es dem Forstunternehmen, das Gefährt selbst wieder aus der Böschung zu ziehen. Die Kreisstraße, die zurzeit wegen der Sperrung der Landstraße 528 als Ausweichstrecke sehr stark frequentiert wird, musste für mehr als 3 Stunden komplett gesperrt werden. Eine Pkw-Fahrerin, die vor der Unfallstelle drehen wollte, rutschte mit dem Heck ihres Pkw in den Seitengraben. Auch hier halfen die Forstunternehmer schnell und unbürokratisch mit reiner Manpower. Gegen 17.40 Uhr konnte die Straße schließlich wieder freigegeben werden. Nach Angaben der Polizei gab es lediglich Schäden an Böschung, Bankette und Leitplanke. Die Fahrzeuge blieben alle unbeschädigt.